Kommt ja weit auf den Körper raus. Da hat er ein paar Meter verloren. Aber der Speed des Audi hier ist sehr gut. Im ersten Rennen schon mal bei Peter Grau gesehen. Hätte er nicht den Problem mit dem Switch zurück auf den Desktop gehabt, wäre er auch als erster durchs Ziel gekommen. Also mit dem Audi ist hier auf jeden Fall zu rechnen. Ja, nicht nur bei den Bathurst 1000 gute Wahl, sondern hier in Silverstone sind die Audis auf jeden Fall auf einem sehr guten Level. Ja, die Bremsscheiben glühen. Widerstehende Räder. Wenn das länger funktioniert, können sich die Reifen schneller nachlassen. Das heißt, da muss er ein bisschen aufpassen. Schnallt die Kurve auch, aber in erlaubtem Maße. Kommt hier wieder weit raus. Das ist mal eine kritische Stelle. Als man den Wagen gleich mal so versetzen kann, dass man quer auf die Strecke zurückkommt. Kommt hier weit raus in der Kurve auch wieder. Man verliert so ein paar Meter und man sieht, dass die Rico-Kiste mal hinter ihm dadurch auch leicht aufholen kann. Dominik Brabitz schon auf Platz 5. Das ging aber schnell. Ja, der Junge hat den Speed auf jeden Fall auf seiner Seite. Der Konstanz sagt er selbst, muss er noch ein bisschen trainieren und ein bisschen gucken, dass hier Konstanz noch in die Rennen reinbringt. Aber da sehen wir hier eigentlich recht positiv dem Ganzen entgegen. Sozusagen der Kimi Räikkönen der SRC, auch für seinen hohen Grundspeed bekannt. Oh, Henning Wollert immer weiter am Boden auf Dieter Himmel jetzt auf einmal verliert. Hat er wohl seine Reifen hier wieder stehende Räder. Seine Reifen wohl doch ein bisschen zu überstrapaziert. 20 Minuten haben wir jetzt rum vom Rennen, das heißt 40 Minuten haben wir noch vor uns. Und wieder weit raus. Ah, da hat er schon ordentlich untersteuern in der Kurve. Ah, kann aber auch nur gut sein. Oh, hier kommt auch weit raus. Ja, also hat da extreme Probleme mit dem Vorderreifen, so wie es ausschaut. Kriegt den Wagen nicht eingelenkt. Das heißt, am Kurvenausgang hat er auch nicht den erforderlichen Topspeed, den er noch braucht. Was ihn natürlich mehr und mehr zu leichten Beute hier macht. Und als erster steht natürlich jetzt hier erstmal der Rico Kistmacher. Der setzt sich jetzt außen daneben. Versucht natürlich außen jetzt daneben zu kommen und fährt zweiter durch die Kurve. Kann er den Speed halten? Ja, Rico kann den Speed mitnehmen. Durch jetzt hin und da biegt der Henning direkt in die Box ab. Ja, ich denke, das war auf jeden Fall eine kluge Entscheidung von ihm, als dann noch weiter zu kämpfen. Denn das kostet ihm letztendlich mehr Zeit, als wenn er jetzt doch mal einen Stopp einlegt und guckt, dass er die Reifen danach etwas mehr schont. Dominik Brabitz hier schon auf Platz 4. Durch den Stopp von dem Wollert jetzt vorgerückt. Martin Fuhrmann erhornt dann natürlich auf und davon 6,9 Sekunden. Das heißt, er wird versuchen, seine Reifen zu schonen, so lange wie möglich zu fahren. Wir haben hier ein Bild, kommt gerade auf die alte Start- und Zielgerade. Dieter Himmel hier immer auf Platz 2, hält sich ganz gut. Hat auch eher einen weicheren, runderen Fahrstil, was hier in Silverstone auch etwas entgegenkommt, dass man viele Kurven hat und wenn das Setup entsprechend abgestimmt ist und beim weichen, runden Fahrstil kommt man hier ganz gut um die Kurven rum.
Du, leichter Drift hier vom BMW. So, Peter Grau auf Platz 6. Baut sich an den BMW von Kai Knebel langsam heran. Ja. Der Kai wird sich auch denken, nicht schon wieder ein Audi. Ich glaube, der hat heute genug Audis gesehen. So, und Dieter Himmel an der Box. Jetzt kommt es ein bisschen überraschend. Der war Petrikowski, so ist ausgeschieden. Henning Wollert, Platz 10, dann Dieter Himmel vorbei. Ah, er hat sich durch den Boxenstopp jetzt vorbeigeschoben. Clever gemacht. Und wir schauen mal auf den Kampf. Kai Knebel gegen Peter Grau. Und dahinter kommt auch schon der Dominik Rabitz. Der Junge ist wirklich sauschnell. Alle drei bleiben hier draußen. Ja, der Kai Knebel hat hier Probleme am Ausbeschleunigen. Das Heck wird schon reichlich nervös. Peter Grau jetzt richtig dran. Kann ihn noch nicht direkt überholen. So ist die Kurve jetzt zu schnell. Aber eventuell nach dem Kurvengeschlänge, wenn er die dranbleiben kann, kann er ihn dann anbremsen auf die Schikane. Wenn ich daneben wird, nein, er ist aber doch zu weit weg hier. Bremst sich Meter um Meter weiter ran. Jetzt die das rausgeschleudert auf die nächste Gerade. Dann weitere Möglichkeit für einen Überholversuch. Allerdings ist er ja doch zu weit weg. Muss man ein bisschen zeigen. Und der Kai Knebel dreht sich. Das Heck. Oh, der Dominik Rabitz kommt hier gerade noch vorbei. So, und Kai Knebel nimmt hier die Grasspur gleich mal mit. So, hinter mir ist direkt aber Thomas Sutter. Ja, da hat der Kai doch inzwischen leichte Probleme, ich würde sagen, mit den Reifen. Ja, schlingert hier teilweise ein bisschen durch die Kurve. Also, das sieht nicht mehr so sonderlich rund aus, was er da macht. Thomas Sutter hier auf Platz 6, der sich jetzt seinerseits hier an den BMW Alpina von Kai Knebel leicht heranfahren kann. Jetzt schauen, wie der Thomas, wie der Kai reagiert. Ob er es riskiert, noch weiter draußen bleibt. Eventuell plant er nur einen Stopp. Ne, er biegt ab in die Boxengasse. Das war's. Die Reifen machen ihn unter. Thomas Sutter kommt ebenfalls direkt an die Box. Das könnte noch ein spannendes Boxenduell werden. Da war Martin Fuhrmann, ja. Über 10 Sekunden in Führung. Dreht hier locker seine Runden. Ja, ab und zu mal steht das Rad. Das macht nichts. Das hat er alles unter Kontrolle. Auch nicht so, dass wahrscheinlich einfach für ihn ist, aber er kann momentan das Rennen hier kontrollieren. Rico Kistenmacher auf Platz 2. Peter Grau auf Platz 3. Henning Wollert mit ein bisschen am Boden verloren. Auf Peter Grau. Auf 5 der Joris Schreppwart.
Auf 6 dein Teambeleger, der aber jetzt attackiert wird von Henning Wollert, der hier seinerseits auch vorbeizieht. Ah, liebt der Henning, der immer stehende Räder da in der Kurve. Hat sich hier durchgesetzt und ist wieder auf dem Vormarsch. So, hier haben wir Michael Welle, mein Bild. Oh, da hängt er sein Teamleger. Nee, nicht ganz. Oh, Michael Welle, jetzt wird er raus. Nimm so Hass hoch, da fliegt er ab. Ah, da haben wir ihn endlich. Heieiei. Mal im Replay. Kommt hier weit raus in der Kurve, das ist das, was ich meinte. Auto fängt an zu hüpfen. Kann den Wagen hier abfangen. Es ist aber gefährlich. Muss er noch ein bisschen mehr auf Plätze treten, wie man so schön sagt. Da ist nichts passiert, das war gerade Glück. Hier die ausgeschiedenen Petrikowski und Marinus Rieder. Ja, hat es angedeutet. Gesundheitlich nicht auf der Höhe. Viel Konzentration für das Hauptrennen. Das kann teilweise echt richtig hart sein. Und ja. Er war gut unterwegs direkt beim Start. Hat sich direkt den Osterkampf gekrallt. Der konnte dann noch wieder sich die Position zurückholen. Dann gab es halt die kleine Berührung. Wahrscheinlich war das Auto doch ein bisschen beschädigt. Die Lenkung ein bisschen schief stand. Das wird dann auch nicht mehr repariert werden können. Und ein Boxenstopp. Ja, wird dann lange hin, eine Runde so zu fahren. Hier aber weiterhin Führung Martin Fuhrmann. Frau Rico Kistenmacher. Die beiden recht einsam davon unterwegs. Henning Wollert. Nee, Quatsch, nicht Henning Wollert. Peter Grau, Platz 3. Wieder auf Trettingkurs. Immer noch am Fahren. Ja, Martin Fuhrmann bleibt doch draußen. Schauen wir mal. Ja, Rico Kistenmacher kommt in die Box. Auf Platz 2 liegt, bremst spät. Hoffentlich hat er die Linie für den Speedlimiter noch erwischt. Ist für uns ärgerlich. Peter Gau schiebt damit jetzt eigentlich auf Platz 2 nach vorn. Auch eher ein reifenschonender Fahrer. Und Henning Wollert geht auf Platz 4. Und wenn man jetzt bedenkt, dass ja noch das ganze Feld auf jeden Fall auch nochmal in die Box kommt, sieht es für den Henning doch schon ganz gut aus. Allerdings schon relativ früh drin. Ich weiß nicht genau, welche Reifenmischung er jetzt fährt. Aber selbst wenn er nochmal in die Box kommt, ist der vierte Platz auf jeden Fall greifbar. Was für das Audi-Team der GRL hier auf jeden Fall ein Top-Resultat wäre. Boris Schäffert hier überholt von Michael Welle, der jetzt auf Platz 4 sich damit nach vorn schiebt. Ja, Michael hat sich nach vorne gekämpft, der doch schon ziemlich weit hinten war hier am Beginn des Rennens. Kistenmacher wieder Platz 6. Mal sehen, sein Teamkollege hier. Mirko Meier auf Platz 7, der eben Hasse Osterkamp, der allerdings ja schon sehr weit zurück ist, auf Platz 19, wenn ich irre. Der wird sich natürlich versuchen, eventuell schneller sein sollte, sich hier zurückzurunden. Hängt hier auch im Getriebe des Lamborghini. Schert ja auch so, kommt ja weit nach außen. Ich weiß nicht, was er da jetzt gerade veranstalten will. Denn bei dem Mirko geht es da eher um Platzkampf. Denn hinter ihm ist der BMW. Und der will natürlich vorbei. Und für den Mirko ist natürlich da besser noch ein Puffer zwischen sich und dem BMW zu haben. Oh, hier presst sich Hasse jetzt aber vorbei. Ja, auch wenn der Hasse schneller ist, musst du da richtig berücksichtigen. Das ist nicht unbedingt die beste Art war, aber okay.
Kaltnebel kann sich da bedanken. Seinerseits dicht an den SRS Mercedes von Hans-Osterkamp heran. Der müsste ihn jetzt eigentlich auch passieren lassen. Ja. Aber das tut er jetzt auch. Weil der Kai, der strebt auf jeden Fall nach mehr, was das angeht. Der will weiter nach vorne. Wenn es irgendwie geht, will ich natürlich noch P4 schnappen. Hat ja auch nur eine halbe Stunde Zeit. So, Martin Thorn hier auf Platz 3, der war so jetzt in der Box. Henning Wollert auf P2. Ja, da hat sich der Henning ja gut nach vorne gekämpft, würde ich sagen. Aber unter dem Aspekt, dass er wahrscheinlich nochmal einen Stopp einlegen muss, weil er doch sehr früh im Rennen in der Box war, wird das der Martin Fuhrmann, denke ich mal, recht gelassen sehen, dass der Henning da momentan vor ihm rumfährt. Ganz vorne natürlich Peter Grau, der weiterhin draußen bleibt. Das ist jetzt sehr überraschend. Das heißt sehr überraschend, aber da schont der Peter anscheinend sehr gut seine Reifen. So, hier ist der Martin Fuhrmann. Gerhard Feller auf P7 hier. Dieter Himmel auf P8. Ja. Konnte von den Stopps jetzt nicht ganz so profitieren. Da scheinen ein bisschen Probleme, wieder in seinen Rhythmus zu kommen. Lag da vorhin deutlich besser positioniert. Thomas Sutter auf P9. Oh, der Porsche selbst hier. Porsche von Christoph von Borczykowski. Dominik Brabitz hier auf P11. Dominik, ja, auch an der Box gewesen. Manfred Schneier. Direkt vor Michael Welle. Ja, Michael Welle, der auch an der Box war. Christian Kohlscher auf Platz 14. Sein Teamkollege Joris Schäppard auf Platz 15. Stefan Denecke, ein Gruß an die SKS-Jungs. Ja, der Porsche behüpft hier in der Kurve ordentlich über den Curb. Zumindest, sieht das hier immer so aus. Und Hasso Osterkamp hat jetzt inzwischen auf die 17 geschafft. So, bin ich also so dazu gekommen. Jetzt fahren wir mal mit einem Interviewgast und ja, nehmen wir als Gastkommentator gleich mit, den Marinus Rieder. Ja, Marinus, wir haben es gesehen, in der ersten Kurve oder in den ersten Kurvenpassagen konntest du den Hasso direkt kassieren. Danach gab es eine kleine Berührung. Ja. Es ist ein bisschen, ich glaube, der eigene Art an diesem Mod. Also, ich muss ja immer loben, Micha aussprechen, was er da zusammengebaut hat. Aber ich weiß nicht, an was es liegt, aber da muss man wirklich nur minimal das Auto vom Vordermann berühren und der dreht sich weg wie im Rumkreise. Weil ich war halt direkt dran am Hasso und habe versucht, unter Druck zu setzen und gleich an der Passage dran zu bleiben und ihn dann auf die langen Geraden zu kassieren. Und ich bin jetzt mal so direkt aufgefahren, dass ich ihn jetzt richtig angestoßen hätte oder so. Bei mir hat es eigentlich gar nichts gemacht vorne. Aber er hat sich halt dann sofort weggedreht, weil klar, er hat rausbeschleunigt an der Stelle und ich habe ihn dann halt minimal hin berührt und das hat dann wahrscheinlich das ganze Auto bei ihm aus der Balance gebracht. Ich habe dann auf ihn gewartet und dann habe ich mir gedacht, da toll, das ganze Feld dran vorbei, jetzt kannst du es eh vergessen. Und habe dann auch vor lauter Wut Escape gedrückt und dann war die Sache erledigt. Ja, natürlich schade an der Stelle.
Ja, klar, also wahrscheinlich, da hast du eh gerade auf, leicht aufs Gas gegangen und wahrscheinlich in der Situation hast du dann gerade da berührt, die Reifen, da hast du vielleicht noch ein bisschen kalt, dann, ja, ist der Dreher natürlich leider dann schnell da. Sehr ärgerlich natürlich für euch beide, hast du jetzt gerade nur auf Platz 17 unterwegs hier. Ja, schade das Ganze. Ja, also ist auf meiner Seite, geht auch eine Entschuldigung an Hasso, es war ja keine Absicht, ich wollte ihn eigentlich nur unter Druck setzen. Ich bin am Start gut weggekommen, aber das hat Hasso halt auch und das ist dann die Frage, hey, wie viel jeder Sprit an Bord hatte. Ich hatte zu dem Zeitpunkt ja 80 Liter an Bord, mittlere Reifen, die ich auch sehr gut auf Temperatur schon auf der Aufwärmrunde gebracht habe, über 80 Grad. Schon teilweise hatte ich 90, also war ich gut drauf. Wir sind am Start dann ewig gestanden, aus welchem Grund auch immer. Es hat also lang gedauert, bis die Startphase eingeleitet worden ist. Ja gut, und dann habe ich halt in den ersten Kurven dann noch etwas Piano getan. Ich bin da mit der Rille gefahren, weil ich mir gedacht habe, in den schnellen ersten zwei Ecken, da muss ich jetzt volles Risiko gehen. Und dann gedacht, ich kassiere ihn dann wieder auf der Geraden und dann war es schon vorbei, bevor es angefangen hat. Ich hatte eigentlich nicht ein gutes Gefühl mit dem Reifen. Ja. Das ist immer so, wenn man ein gutes Gefühl hat, dann ändert sich das Schlagrad. Ich sehe jetzt gerade, dass der Henning Moller gerade wieder in Führung ist. Ja, drei Boxenstopps mittlerweile, interessanterweise. Ja, der Henning hat sich ordentlich nach vorne gekämpft. Wieder hat er ja auch das ein oder andere Techtelmechtel da mit den anderen Piloten gehabt. Hat sich immer wieder nach vorne gekämpft, war schon recht früh an der Box. Ja, und liegt jetzt momentan noch vor dem Martin Fuhrmann. Muss aber wahrscheinlich auch nochmal zur Box, also hat er ja seine Durchfahrtsstrafe gehabt. So aber für was war die eigentlich? Weil der Hasso hat ja auch eine bekommen, hat es am Start geheißen. Genau, der Hasso hat eine und der Henning auch auf jeden Fall aus Hockenheim. Mhm. Ich schau gerade mal. Was mir auch noch auffällt, dass Hasso seinen Teamkollege Michael Welle sich auch nicht wirklich im vorderen Feld momentan befindet. Ob das jetzt durch den Boxenstopp bedingt ist, möchte ich mal ausschließen. Der scheint doch irgendwie Kollision gehabt zu haben, weil das ist nicht... Ja, der Michael lag schon wieder auf Platz 4, ist dann aber in die Box gefahren und musste dann Reifen wechseln. Also hat sich auf jeden Fall nach vorne gekämpft. So, jetzt haben wir einen Dreier gespannt hier auch wieder. Der Carsten ist auch noch dazu gekommen. Carsten, du fährst nicht mehr. Was ist passiert? Ja, ich habe irgendwie... Ich habe ja vielleicht gesehen, ich bin, bevor ich da rausgegangen bin, hatte ich einen Unfall gehabt. Der ist dadurch zustande gekommen, dass mein PC auf einmal extrem geleckt hat, also nur noch 10 Frames oder sowas. Und dann weiß ich auch nicht, was jetzt hier los war. Jetzt klappt wieder alles perfekt und dann hatte ich halt bis zur Boxengasseneinfahrt 10 Frames gehabt und da habe ich gedacht, hier, das hat keinen Sinn mehr. Sonst, bevor ich noch irgendeinen unbeabsichtigt abschieße, dann war's das. Natürlich auch sehr schade. Fällt dann wohl die Kategorie Technischer Effekt leider. Also du musst das in den Griff kriegen, Carsten. Bei dir scheint es irgendwelche Probleme zu geben mit der Leitung, weil du hast auch öfters mal diese Aussetzer im Teamspeak. Ja, einen anderen Piloten, glaube ich, das war der Christian Kolci hier im Feld. Gesehen, der teilweise auch richtig arg geleckt hat. Glaube ich, auf der ersten Runde war direkt in der Kurve auf die alte Startziel gerade hin. Da fuhren einige Autos durch ihn durch, also... Der Zeller Gerhard ist auch ziemlich weit vorne, sehe ich gerade, mal schauen. Dein Teamkollege, ja, der scheint hier auch vorne mitzufahren. Ja, also wäre das dann für mich nicht ganz am Anfang gewesen. Ich meine, das war ja schon, bevor es losging, der Einflussrunde gefahren, der Nebel hält auf einmal an, da könnte ich gerade noch so ausweichen, bin immer leicht hinten drauf gefahren. Da war ich schon vorne ein bisschen kaputt. Da war ich direkt beim Start, hat sich halt ein Aston Martin auf einmal getreten, war direkt vor mir, da konnte ich halt auch nicht mehr ausweichen. Dann habe ich schon mal die Anschlüsse abgefahren und da war es dann eigentlich auch schon laufen quasi. Was ja sehr ärgerlich war, dass irgendjemand, der ewig gebraucht hat, um die Boxen, also in die Startaufstellung zu fahren, weil wir sind am Start gestanden, die Reifen waren gut warm und dann hat es ja ewig gedauert, bis man mal losfahren konnte. Also. Ich weiß nicht, was da genau los war, wer da sich so bummelnd eingefunden hat in der Startaufstellung, aber es hat halt extrem lange gedauert nach der Formationsrunde. Ja, man hat gesehen, dass so ein Teil des hinteren Feldes da auf jeden Fall etwas länger gebraucht hat. Also wir schauen da mal auf
P7. Da hat sich Dominik Brabe jetzt anscheinend an den Thomas Sutter gerade vorbeigekämpft. Das ist die Kraft nicht zu. Na, der Dominik hat auch nicht wirklich so ein paar gekommen. Die Rundenzeiten passen zwar, so wie ich das sehe. Also, das sind ein paar Leute mit guten Rundenzeiten im hinteren Feld zu finden. Ja, der Dominik ist da eigentlich auf einem ziemlich guten Level eigentlich generell, was das angeht. Hat jetzt aber so den einen oder anderen kleinen Fehler noch drin gehabt. Hatte zwei kleinere Ausflüge, auch einen Dreher wieder dabei gehabt in seiner Kurve. Kurz vor Startziel der Schikane, der auch im Sprintrennen das Rennen schon mal dezent weggeworfen hatte. Wir müssen jetzt eigentlich auch mal Dieter Himmel danach in Beobachtung halten. Ich denke mal, das wird nicht mehr lang dauern, dass der die Box fährt. Kai Knebel, denke ich, ich weiß nicht, der hat schon drei Boxenstopps, aber der bricht momentan auch mit den Rundenzeiten extrem ein. Also wenn man es anschaut, wenn ich die Zeitnehmung hier nehme, fährt momentan in Martin Fuhrmann eine 1,49,5 umgerechnet. Direkt Nico Kistenmacher dahinter fährt fast identische Rundenzeiten. Ne, der ist jetzt sogar eine 1,48,9 gefahren. Also der Junge überrascht mich mit dem Gamepad extrem schnell. Kai Knebel, so wie es aussieht, letzte Runde 1,50,9, der bricht ein. Peter Grau fährt konstant seine 49er Runden. Ja, und dann kommt aber dieser Himmel, der einbricht mit 1,51. Ja, es ist im gesamten Feld ab Platz 5. Fahren viele nur 1,51, 1,52, Mecha Welle fährt 1,49,4 umgerechnet. Ja, den ja, Fall, dass da jetzt so Unterschiede drin sind in den Rundenzeiten. Ja, bei dem Kai Knebel haben wir schon gesehen, am Ende seines ersten Stints war es auch schon so, dass die Rundenzeiten ziemlich eingebrochen sind. Er bricht jetzt immer noch mehr ein, wenn ich das kurz nicht beifügen darf. 1,51, 1,65, erscheint jetzt, also da vorne ist er zwar positionstechnisch gut aufgestellt, aber die Rundenzeiten, die würden jetzt nach ziemlich unter Druck setzen, weil nämlich ein Peter Grau, wenn ich die Zeitnehmung richtig sehe, nämlich nur noch 3 Sekunden circa hinter ihm ist, da muss er sich, glaube ich, ganz gut strecken. Ja, der Peter Grau, der war jetzt noch nicht, der ist ziemlich lang gefahren mit seinem ersten Ratensatz, der hat bis jetzt nur einen Stopp gemacht. Warum da 2 stehen, weiß nicht, stimmt zumindest nicht ganz. Und der ist ja über eine halbe Stunde gefahren mit seinem ersten Reifensatz. Der ist jetzt noch auf relativ frischen Reifen, im Gegensatz zu Kai Knebel. Der ist, glaube ich, schon vor der halben Stundenmarke an die Box gekommen. Und ja, also der Peter Grau noch ungefähr 25 Minuten maximal vielleicht mit den anderen Reifen zu fahren. Das heißt, der Kai ist ein bisschen auf verlorenem Posten zur Zeit. Der wird wahrscheinlich nochmal die Box ansteuern müssen. Mut ich halt auch schwer. Ja, sieht auch jetzt im Bild schon langsam. Ja, Peter wird immer Formatfüllender. Und der Kai wird sich, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, wieder denken, nee, nicht schon wieder so ein Audi. Im ersten Rennen hat er das Problem mit dem Henning Wollert gehabt. Die beiden haben sich berührt. Und ja, hier im nächsten Rennen hat er jetzt auch schon wieder eine enge Situation gehabt vorhin mit dem Henning Wollert. Der Peter ist auch wieder da jetzt. Also der jetzt von Audi, glaube ich, hier mal erstmal die Nase voll. Ich gehe jetzt auch gerade mal auf den Server als Zuschauer, um das Ganze live zu beobachten. Mein Teamkollege fährt noch. Ralf Mahr hält sich tapfer, ich glaube irgendwie auf den etwas höheren Zehnerplätzen. Der Henning Wollert hat auch sehr viel Wheelspin. Also der Wollert wird sich aber auch langsam Dieter zurechtlegen, so wie es aussieht. Peter Grau, ja, das ist jetzt ein Bild, also Platz 3 und 4 wird jetzt interessant. Ich bin jetzt auf der Kamera vom Peter Grau, auf dem Heckflügelansicht. Sehe, das Auto liegt sehr ruhig, besonders hier an der Passage. Man merkt einfach, dass der Peter wesentlich engere Linie fahren kann. Und jetzt Kai Knebel auf die Curves gekommen, das bremst den Wagen ab, der setzt dann etwas auf. Man merkt hier, der Wagen vom Kai, der arbeitet auf der Hinterachse etwas mehr. Man sieht es, er hat viel Untersteuern, kann nicht so früh ans Gas. Peter fährt sehr rund, das Auto liegt auch wirklich gut. Und jetzt hat er eigentlich eine Chance. Hier überholen ist jetzt eher weniger möglich, aber ich denke mir, jetzt wird er sich den Kai auf diese Runde zurechtlegen. Geht es danach gleich auf die Startziel, wird es da wagen? Ne? Wer hat die besseren Bremsen? Fast Kollision. Hoho. Gut gemacht von Peter, hart aber fair. Und schon ist er vorbei.
Und dem Kai ist es zu empfehlen, dass er jetzt an die Box geht, weil, was hat er, Luft auf Dieter Himmel? Ja, der Hut, der bricht ja auch ein, der Dieter. Ja, der Henning auch. Ach, Dieter Himmel ist eine Box. Oh, ja, ist eine Box. Ah, ja, wollte ich gerade sagen. Die beiden waren ziemlich dicht beisammen, der Henning und der Dieter. Michael Welle mittlerweile auf Platz 7. Auf Platz 6 hat sich schon der Dominik vorgearbeitet. Der wird sich jetzt den wahrscheinlich den Henning langsam etwas genauer betrachten. Ja, der Kai versucht trotzdem dran zu bleiben am Peter, aber ich glaube, denn seine Reifen, die haben schon die beste Zeit gesehen. Aber ich finde es phänomenal, wenn ich den Rico Kistenmacher zuschaut auf Platz 2 mit dem Gamepad. Man muss sich das mal vorstellen, jeder, der schon mal versucht hat, mit dem Gamepad ein Rennspiel zu spielen, man wird es verfluchen, also ich zumindest. Aber der Junge, der ist richtig schnell damit und ich kenne da auch noch einen aus der Langstreckenmeisterschaft bei der Endurance Factory, Rocco Frömich, das war auch so ein Kandidat. Er war ebenso schnell mit dem Gamepad. Also da muss ich immer sagen, Hut ab davor. Und Martin Fuhrmann fährt vorne seine Runden. Einsam. Ich denke mal, Peter wird Podiumsplatz absichern. Der scheint immer noch gute Reihen zu haben. Ja, da vorne, der Martin Fuhrmann kontrolliert das Ganze. Ah, da gibt es aber hier hinten, hinter dem Feld gibt es eine geländige Konstellation. Hasso Osterkamp. Ralf Mahr. Ralf ist am Hasso dran. Hasso jagt einen Dieter Himmel, der eigentlich ihn überrundet hat. Ja, das haben wir vorhin schon mal gesehen. Da hatte der Hasso auch weit überrundet, blieb dann aber an dem Mirko Meier dran, der seinerseits unter Druck war von Kai Knebel und da liegt der Hasso auch nicht locker. Ich weiß nicht, ist ein bisschen zwiespältig zu sehen. Ah, Stefan Leitner auf Platz 5, Stefan Denecke sehe ich gerade auf Platz 14, Manfred Schneider, auch sehr weit hinten. Da scheint auch wohl was passiert zu sein. Der ist auch nicht so wirklich nach vorne gekommen. Ja, der muss auch im Startgetümmel irgendwo hängen geblieben sein. Auf 12, Boroskowski, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Ja, das ist der Günther von Borschikowski. Borschikowski, okay. Speedy Gonzales Team. Oh, 11, oh, Dieter Himmel. Oh, ja, wir haben gerade aufs Auto geschalten. Das war gerade Rodeo auf dem Turf, aber hat das Auto abgefangen. Direkt hinterm Shepard, also Platz 10 und 11 ist gerade ein interessanter Zweikampf. Ich bitte dich mal drum drauf zu schalten. Ja. Die Räder drehen schön durch. Beim Nissan. Oh ja, das wird jetzt richtig eng. Der Topspeed scheint vom Nissan nicht schlecht zu sein. Da kommt der Dieter fast begrenzt und muss hier vom Gas. Aber der Nissan sehr nervös vor ihm. Wir werden das gleiche sehen in schnellen Kurve, wie der, die beiden Autos arbeiten extrem auf der Hinterachse. Kann jetzt für einen niedrigen Heckflügel sprechen oder einfach abgenutzte Reifen. Aber jetzt hat er die Chance. Er muss dranbleiben. Aber das Problem ist, der Nissan hat einen guten Topspeed. Wir haben jetzt das Phänomen, steht ein Begrenzer, geht nicht mehr. Oh, über die Bremse. Oh, tolles Manöver. Ja, schönes Manöver hier von Dieter. Zieht da an dem Nissan vorbei. Oh, da drehen die Räder durch beim Rausbeschleunigen. Ja, die Strecke, die ist an manchen Stellen etwas uneben und dann neigt das Auto wirklich dann sehr schnell dazu, beim Rausbeschleunigen etwas Wheelspin zu produzieren. Dann gehen wir mal weiter. Wie gesagt, jetzt Dieter Himmel hat sich auf Platz 10 vorgekämpft, ist nun in den Punkten. Auf Platz 9 weiteren Nissan von Christian Kohlsche. Auf Platz 8 ein BMW-Fahrer Thomas Suter. Auf Platz 7
der Chef persönlich, ich bin auf Platz 6 Dominik Rabetz, auf Platz 5 Henning Wollert, auf Platz 4 ein mit den seinen Reifen kämpfenden Kai Knebel, auf Platz 3 wieder ausgeklügelt und ausgetüftelt ein tolles Setup für die für das 1-Stunden-Rennen von Peter Grau. Auf Platz 2 Rico Kistenmacher, die Entdeckung der seit des letzten Rennens. Dann Martin Fuhrmann auf Platz 1, ja, so seine angestammte Position eigentlich, kann man ja sagen. Ja, also in der Regel hat er die Position teilweise schon mehr als gepachtet da vorne eigentlich. Ja. Also wenn er beim Start gut durchkommt. Das ist immer die Sache. Ja, im Sprintrennen muss er auch von ganz hinten starten, da hat er dann direkt in der ersten Kurve eine Kollision gehabt, was sie da zum Ausfall gebracht hat. Und jetzt hier beim Hauptrennen hat er es auf jeden Fall besser zusammengekriegt quasi. Ist gut durchs Feld gekommen. Zog teilweise im Parallelflug mit seinem Teamkollegen durchs Feld und hat sich okay. Jetzt hier festgesetzt auf P1 und kontrolliert das Ganze. Aber ich muss sagen, der Z4 ist ein sehr schönes Auto. Gefällt mir sehr, auch mit der Wabenoptik an der Seite. Sehr stimmiges Fahrzeug, auch mit Proportion. Der Fahrer sitzt speziell bei dem Fahrzeug ziemlich auf der Hinterachse. Sehr ausgeklügelte Gewichtsverteilung, auf dem Radstand ist es ein Auto, das wirklich einen guten Mittelweg hat. Hi. Derweil, genau dazu gesagt, hat sich Hasso Osterkamp, Hasso, ja. Ich weiß nicht mehr, was ist passiert? Ah, ich bin wieder hängen geblieben. Oh je. Ist nicht gut. Haben die jetzt noch gesehen, was ich wirklich dann, was die Zähne zusammengebissen, hat sich da an den Leuten hinten vorbeigekämpft. Hast dich da wirklich im Zweikampf zurückrunden müssen. Also Auto lag anscheinend nicht ganz gut. Auto lag dafür, dass ich die Strecke eigentlich ja hasse. Dafür lag das Auto eigentlich sehr gut. Ich habe gestern und heute noch richtig was an dem Auto machen können und finden können. Und ich hatte ja beim Hauptrennen das Handicap, dass ich eine Durchfahrtsstrafe hatte, aber wie soll ich sagen? In der dritten Kurve hat mich dann irgendwie rausgebeamt. Ja, da haben wir es schon eben schon diskutiert. Marinus hat sich da schon entschuldigt quasi für, dass er da eine kleine Berührung gehabt hat. Klar, kann mal passieren. Ihr hattet beide einen sehr interessanten Start, muss ich sagen. Also heißt, war in der Reaktion vielleicht minimal langsamer. Marinus kam besser vom Fleck. Hasso, du konntest dann aber besser beschleunigen, hatte ich gesehen. Also Marinus war erst in der ersten Kurve dann kurz vorbei, du konntest ihn aber dann direkt erstmal nochmal kontern. Wie war das da für euch? Ja, die 6,3 Liter Hubraum haben da ihr Übliches getan. Drehmoment. Ich konnte mich sofort wieder an Marinus vorbeisetzen. Ich habe schon richtig Spaß in der Bank gehabt. Ich denke, schade, dass es nur maximal 3 Runden geht. Also wenn das weitergegangen wäre, wäre ich nicht in der ersten Runde schon zu meiner Durchgangsstrafe reingefahren, sondern erst in der dritten Runde. Weil es fing an Spaß zu machen, ja, bis dann die Berührung kam. Ja, also ich muss sagen, ich gebe nochmal Entschuldigung an dich. Ich habe dann beim Start bin ich gut weggekommen, aber ich habe gemerkt, der Hasso ist ja auch kein schlechter Start, dass der schon irgendwo auf meiner Höhe war. Ich konnte nicht wirklich mit meinem Spiegel sehen. Ich musste nach Gehör fahren. Dann habe ich mir gedacht, in den ersten 2 schnellen Ecken tue ich lieber etwas Piano, weil wenn ich ihn nicht wirklich sehe, dann möchte ich eigentlich nicht irgendwo so einlenken, als ob niemand da wäre. Und dann konnte er wieder vorbeifahren und ich weiß nicht, was du Sprit an Bord hattest, aber ich denke mal fast genauso viel wie ich. 40 Liter. Okay, ich hatte 80 an Bord, das erklärt. Okay, das ist das. Ja, ich wusste, ich muss auf 2 Stopps gehen, weil reifentechnisch hatte ich hier gar keine Chance. Also ich bin so gerade eben über die 20 Minuten gekommen. Ich meine, da muss ich ja auch sofort einen Boxenstopp einlegen, weil da ich weiß nicht, was da passiert ist in der ersten Runde. Ich habe keinen blassen Schimmer, ich bin gut weggekommen. Dann hat sich irgendwie umgedreht. Ich habe keine Ahnung, ob mich jemand berührt hat oder ob ich mich verbremst habe. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall musste ich dann ja auch in die Box. Und ich bin also mit dem Reifensatz also über die 20 Minuten gerade gekommen und wusste, ich muss 2 Stopps fahren. Ich kann nicht auf einem Stopp fahren. Und darum habe ich auch entsprechend wenig Sprit mitgenommen.
Ja, einer wäre jetzt mit meinen Reifen gegangen, aber das Interessante war, wir haben unsere Reifen ja wirklich gut aufgewärmt in der ersten Runde. Also meine waren auch gut auf 80, 90 Grad. Es ging wirklich gut, weil du auch vorne Tempo gemacht hast. Und dann sind wir ewig gestanden in der Startaufstellung. Ich habe mir gedacht, toll, jetzt ist der ganze Vorteil von warmen Reifen dahin, weil irgendjemand hat gepennt im hinteren Feld. Ja, wir sind ja ewig gestanden. Ja, ich hatte also auch extreme Bedenken, dass meine Reifen anfangen, Wurzeln zu schlagen. Das war, ich stand da mit 89 Grad warmen Reifen, also optimal. Mir auch so, ja. Und war nachher auf knapp 70 Grad runter. Ich habe gedacht, das darf alles nicht wahr sein. Ne? Von daher hat der Start eigentlich noch super geklappt. Ja, ich sag mal so, ich habe mich eigentlich dann darauf gefreut, dich auf der Geraden zu jagen, weil ich mir gedacht habe, wenn ich dich irgendwo schlagen kann auf der Geraden mit meinem 11er Heckflügel, weil den habe ich vom Sprinter doch auf 11 hochgestellt von 10. Und dann war ich direkt hinten dran und du bist dann halt, ja, du bist ein bisschen quer gekommen, schon in der ersten Kurve beim Reinlenken, habe ich gedacht, der hat etwas Probleme mit kalten Reifen da durchzukommen, bleibst einfach nah dran und dann war ich wohl doch zu nah dran. Es gab jetzt nicht unbedingt den richtigen Schubser, dass ich irgendwas gemerkt hätte. Bei mir war auch nichts gelb. Aber das hat wahrscheinlich beim Rausbeschleunigen bei dir gereicht, dass du dich weggedreht hast, weil ich dich halt einfach hinten das minimale dieser Berührungspunkt da war. Und die Autos sind hier sehr empfindlich, was Berührung angeht, gerade auf der Hinterachse. Ich finde es immer interessant, weil es war jetzt war nicht schnell, der Hasso ist ja auch nicht stehen geblieben an der Stelle, sondern ich war halt dicht dran. Ah, das war genau in dem Moment hast du mich berührt, wo ich auf Grab gegangen bin. Und, ja, das war eine Beschleunigung zu viel. Ne? Ja, es war dann einfach kritisch. Ja, und dann habe ich gedacht, das lassen wieder vorbei. Dann habe ich gemerkt, aber das ganze Feld geht vorbei und habe ich Escape gedrückt. Ich war dann halt auch, da war ich dann down. Das hat mir dann den Rest gegeben. Ja, ich musste warten. Ich kam nicht weg. Ich musste warten. Ich habe das ganze Feld vorbeilassen. Ich hab also, sei froh, dass du nicht bei mir im Channel warst. Das glaube ich. So, derweil. Nee, nicht anders. Ich hab Headset auf dem Alle jetzt hier, das ist ja ein spannender Zweikampf. Der Henning Wollert sitzt hier dran am Kai Kinel. Robbt sich in der Nähe ran. Gesehen haben wir irgendwas im Replay kurz. Der Dieter Himmel hat sich an Christian Kutsche auch vorbeigekämpft. Hat beide Nissan hier kassiert. Was weg. Mir halt jetzt auffällt, beim Kai bauen die Reifen extrem ab. Das wundert mich. Der Junge hat eigentlich ziemlich viel trainiert. Aber ja, man merkt, wenn er hier beim Kurven durchfahren, wie er mit dem Gas spielen muss, er hat wirklich Probleme in den schnellen Kurven die Linie zu halten. Wenn man dann mal direkt drauf hört, wie er mit dem Gas spielen muss, wie das Auto wirklich dazu neigt, zu steuern, nervös zu werden. Ja, und der Henning scheint es wieder momentan besser drauf zu sein als der direkte Konkurrent der Kai. Jungs, ich bin weg, weil ich muss unter die Dusche, ich bin pitchernass. Okay, mach das aber. Bis später. Ja, also ich sage mal so, der Kai hat auch für seine Verhältnisse sehr viel stehende Reifen, hat die Bremsbalance anscheinend auch ziemlich weit vorne. Weil man sieht, dass auch vordere Bremsscheibe einfach mehr glüht als die hintere. Ja. Ich habe gerade mal aufgedröselt, wer am Start gepennt hat. Wer? Thomas Sutter, der stand nämlich die ganze Zeit nicht in seinem Startplatz, von richtig. Oh. Das habe ich in Grafoi noch gelobt. Und mich bedankt für seine Hilfe. So. Ja, der Henning kommt Schritt für Schritt näher. Ja, und die passen jetzt Martin Fuhrmann auf den letzten Metern hier zur Zielankunft. Martin Fuhrmann gewinnt hier überlegen das Rennen. Ralf Ma fährt auch noch. Mirko Meier gewinnt das Rennen hier in Silverstone. Oh, zwei Porsche im Zweikampf. Auf 13 und 14. Oh, wird überholt. Oh, was ist jetzt? Ah, nein, doch nicht. Jetzt kommt der Kai Klee in diesen Überrundungsvorgang. Von Henning Wollert, das wird interessant. Das ist jetzt eine Situation. Zwei Porsche machen aber fair Platz. Das hat jetzt aber wirklich gut geklappt. Aber Stefan Dänecke kann jetzt an seinen Teamkollegen vorbei. Der ohne Front fährt, was mir gerade auffällt. Was ist jetzt los? Was ist jetzt los? Oh, warum? Dem fehlt die Front. Warum bremst? Da hat der Kai Klebel anscheinend einen Reifenschaden. Oh, er kommt nie mehr vor, oder? Oder geht ihm über Sprit aus? Das ist unglaublich.
Ja, kann nein, ich mehr. Nein, kann nicht mehr. Und Stefan Denecke versucht ihn anzuschieben. Ja. Er schiebt den an. Er schiebt ihn über den Ziel. Ja. Ja, phänomenal. Also, Wahnsinn. Ja. Das haben wir die ganzen Plätze noch verpasst, aber das war es wert. Also das? Man muss eins sagen, das, da muss man Hut absagen vor dem Stefan Denecke, ja. Wirklich. Nee, da ging's nicht weiter. Ja. Aber ich bin gekommen. Martin Fuhrmann, was für ein Finale. Ich gehe jetzt mal hier ein bisschen die Jungs durch. Martin Fuhrmann gewinnt auf Platz 2. Hat es jetzt geschafft, der Rico Kistenmacher. Glückwunsch an dieser Stelle mit Gamepad. Peter Grau, wenn ich das richtig sehe, an Platz 3. Platz 4, damit perfekt gemachtes, sehr gutes Ergebnis für die GRL-Jungs. Henning Wollert. Platz 5, an einem leicht annullierten Michael Welle. Platz 6, so, haben wir nochmal einen. Ja, das dürfte dann wohl sein. Der Kai Knebel. Würde mich auch schon interessieren, was bei dem jetzt los war. Das gibt's doch nicht. Das werden wir gleich nochmal rausfinden. Und erstmal die ersten drei jetzt. Hier runter. Ich gehe jetzt nur kurz der rechtliche. Da gab's so Berührung in der Box. Wie hast du direkt. Da fuhr der Reifen mal noch auf den Martin auf. Also auf Platz 7 dann noch Dominik Wrawetz. Hat auch Schadensbegrenzung. Moved. Dann auf Platz 8 Thomas Suter, auf Platz 9 Dieter Himmel, auf Platz 10 auf letzten Punkteplatz Manfred Schneider, auch unter seinem Wert geschlagen. Für die SKS-Jungs lief es wohl im Hauptrennen jetzt nicht ganz so gut. Dann auf Platz 11 leider nicht in den Punkten Christian Kohlsche, auf Platz 12 Joris Scheffart, auf Platz 13, der Name ist tut immer schwer. So. Wir sehen das größere Runde, wenn wir gleich zu allen kommen. Jetzt erstmal Glückwunsch an die ersten drei. Danke. Den Martin Fuhrmann, den Rico Kistenmacher und den Peter Grau. Dankeschön. Und das Wort jetzt hat erstmal Martin. Martin, wie war dein Rennen? Ja, super, einwandfrei. Könnt ihr nicht besser sein. Ich würde mal sagen, alles mitgenommen, was man hier mitnehmen konnte aus dem Rennen. Maximale Punkte, schnellste Runde, meiste Führungsrunden. Und den Sieg. Ja, der Start war schon super. Bin gerade, super, vielleicht nicht. Aber ich bin ganz gut weggekommen, konnte ein paar Positionen gut machen. Durch die ersten Scharmützel, da habe ich auch irgendwo einen Weg durch den Qualm gefunden. Und ja, dann war ich doch schon, ich glaube, siebter oder so, oder umdreh. Ja, und dann ging es eigentlich weiter nach vorne. Ja, und alle anderen jetzt hier mit mir stehen, die Hike ist mal weit und breit gar nicht gesehen, ist gar nicht, wo die waren. Ja, so konnte ich mir meine Reifen ganz gut einteilen und ja, es hat funktioniert. Kleine Wiedergutmachung vom Sprint, ne? Genau, ja. Und ja, alle bestens, würde ich sagen. Wirklich nochmal Glückwunsch. Ja, danke und Glückwunsch an P2 hier, Rico und P3, der alte Grau. Danke. Ja. Alles klar. Danke dir, Martin. Ja, Platz 2, Rico Kistenmacher. Super schon im ersten Rennen geführt. Dann anscheinend leider ein Disconnect gehabt. Erzähl mal, wie liegt es bei dir jetzt am Wochenende hier? Ja, also generell muss ich ja erstmal mich bei allen bedanken, dass ich erstmal teilnehmen durfte an diesem Rennen. Ich bin da eingestiegen für jemand ganz anderes. Und Summe gleich im ersten Event in dieser Meisterschaft gut mitzumischen, vorne bei den schnellen Fahrern mitzuhalten, hat mich einerseits ein bisschen überrascht, aber andererseits hat es mich natürlich riesig gefreut. Und im ersten Rennen ein bisschen Pech gehabt, wie du schon sagtest, war jetzt zwar kein Disconnect, aber mein USB-Anschluss hat sich kurzzeitig verabschiedet, deswegen hatte ich leider keine Kontrolle mehr über das Fahrzeug gehabt. Sonst denke ich mal, wäre es im ersten Rennen auch noch ein bisschen besser gelaufen. Jetzt zweites Rennen, ganz schönes Getummel am Start, reichlich Blechschaden, der glaube ich entstanden ist, bin noch ganz gut durchgekommen und dann ging es auch relativ zügig nach vorne. Schöne Zweikämpfe gehabt und muss auch sagen, dass hier alles samt sehr, sehr gute Fahrer am Start sind und dass es einen riesen Spaß macht, hier mitfahren zu dürfen.
Und muss dem Peter Grau nochmal sagen, ich habe am Ende nochmal ein bisschen schwitzen müssen. Ja, ich gehe auch keine Runde mehr. Hat hier gesehen, eine Runde weiter und entweder wäre mir ein Reifen geplatzt oder du hättest mich auch so überholt. Da ging gar nichts mehr. Ich war vor allerletzten Rille vom Reifen gefahren, also ging gar nichts mehr. Auch nochmal Glückwunsch an den Martin und an den Peter. Also, schönes Event heute gewesen. Jo, danke Rico. Ja, Peter, dann gleich weiter zu dir. Ja, wie lief's bei dir? Ja, lief ganz gut. Am Anfang ein bisschen schleppend. Der Rico, Martin sind besser durchgekommen. Ich hatte dann noch eine leichte Berührung. Auto hatte ein bisschen Schaden, aber das hat sich mehr oder weniger aufs Fahren nicht so doll ausgewirkt. Ich habe es irgendwann mal gesehen und habe es dann auch Gott sei Dank vor dem Boxenstopp ausgemacht. Bin vielleicht einen Tacken Zugang draußen geblieben, weil ich den zweiten Turn auf Weichen gefahren bin. Und das hat mich dann am Ende noch ein bisschen gekostet. Also eine Runde weniger hätte ich wahrscheinlich noch zum Rico auf jeden Fall aufschließen können. Und ansonsten mit zweimal Podium muss ich einfach zufrieden sein. Ja, danke Peter. Jetzt die letzten Meter waren noch sehr, sehr interessant zu sehen. Kai Knebel, weiß ich, war schon unglaublich langsam. Kai, was war los? Reifen, Sprit? Der Sprit war's. Ich habe irgendwie beim Reifen umwechseln habe ich meinen Sprit runter gesetzt. Aber da muss ich ehrlich sagen, da wirklich Hut ab vom Stefan Denek. Das ist halt ja guter alter ja, Langstreckenfahrer, dann, der ich weiß der nicht, geschoben hier ist. Ja. Ja. Ah, wir haben mich runtergedrungen. Ja, ich habe mich natürlich gefreut, Kai, dass du doch noch langsam geworden bist. Ich hatte mich nämlich schon damit abgefunden und so auf eine Sekunde gehalten im Abstand. Ja, Henning, bei dir haben wir auch wirklich tolle Zweikämpfe gesehen. Hattest du natürlich auch eine kleine Berührung da mit dem Kai im ersten Rennen speziell auch gehabt. Und im zweiten hast du euch auch gut bekriegt, aber lief alles sehr gut ab. Wie war es bei dir? Ja, ich muss sagen, insgesamt war es alles recht fair. Ich habe im ersten Rennen auf den Kai dann gewartet, auch wenn mich das, ich weiß es nicht genau, 6, 7 Positionen gekostet hat. Sorry, Kai. Zweites Rennen war natürlich schwierig, weil ich die Durchfahrtsstrafe hatte. Ich habe mich dann entschieden, auf 2 Stopp zu gehen. Ich wollte dann anpassen. Wenn ich gut nach vorne komme, möglichst die 3 Runden ausreizen. Das ist dann auch so gekommen. Und naja, von der Zeit her, die 10 Sekunden, die mich die Durchfahrtsstraße gekostet hätten oder hat, die hätten mich auch nicht weiter nach vorne gebracht. Von daher Glückwunsch ins Podium, alle, die angekommen sind. War ein geiles Rennen, hat Spaß gemacht. Ja, danke Henning. Auch hier im Channel haben wir noch den Dieter Himmel. Da haben wir auch in der letzten halben Stunde des Rennens auch tolle Manöver gesehen. Er hat sich noch an beiden Nissans vorbeikämpfen können. Dieter, wirklich tolles Rennen. Wie war so deine Eindrücke jetzt vom Rennen? Also ich hatte mich kurz vom Rennen noch umentschieden von einer Einstopp-Strategie auf eine 2-Stopp, weil ich mit den weichen Reifen eigentlich ganz gut zurechtkam. Und das hat sich dann ja auch bewahrheitet. Also ich konnte gerade zum Ende des Rennens nochmal ordentlich auf meine Gegner aufholen und ja, die beiden Nissans auch noch knacken. Ja, Glückwunsch auch nochmal dazu. Dann habe ich jetzt auch noch den Chef hier quasi auch mal mit dem Channel geholt, Michael Welle, noch gut nach vorne gekämpft. War es glaube ich Anfang des Rennens doch ganz schön weit hinten. Was war passiert? In der ersten Kurve, ich weiß nicht genau, was passiert ist. Es war ein riesen Turbo. Da war auch kein Durchkommen. Ja. Ich weiß nicht genau, was passiert ist. Ich bin irgendwie noch drauf, habe von hinten eingekriegt. Mein Auto war komplett gelb. Ich weiß es nicht. Musste in die Box reparieren lassen. Und mein Auto lief auf jeden Fall sehr gut. Trotz des Gelbens. Ich habe, muss ich sagen, dazu sagen, vor ein paar Tagen ein Setup gekriegt. Ist der Traum. Also ich habe noch nie so ein Setup gehabt, wo ich mit solchen Reifen fahren kann. Unglaublich. Das werde ich mir mal gut merken. Okay, mehr war halt nicht drin. Ja, ich habe eins gekriegt. Muss ich sagen, so einfach Reifen hatte ich noch nie. Also von wem? Von wem? Ich sage jetzt nicht. Wer ist die Geheimnis- hat gefunden? Welt? Ja, du warst es nicht, so. Also hat Spaß gemacht. Also wirklich Spaß gemacht, aber ich hatte natürlich kaum 2 Kämpfe irgendwie. Bin ziemlich alleine gefahren, gegen die Zeit eigentlich. War super, ich bin, weiß nicht, was ich geworden bin jetzt. War echt super mit Kai. Es hat mich, gerade für ihn, aber für mich, es hat mich gefreut. War toll. Soll ich sagen. Das ja. Geschwitz ohne Ende. Okay, war super. Gut, auch eine Dusche, genau wie Hasso. ja, noch irgendjemand ein paar letzte Worte an die Gemeinschaft hier richten?
Gut. Also wird glücklich von mir auch nochmal ins Podium. Ne? Also bei mir war es ein Rennen unter ferner Liefen. Ich habe einfach zu harte Reifen und zu wenig Flügel gehabt. Und mit dem Kai Jens Knebel war halt so, wir sind ja vorher ja im Team zusammengefahren, den Rest der Saison, wo ich nicht fahren konnte, weil mein Internet nicht mitgemacht hat. Und dachte erst, wieso lässt er den Henning vorbei, ne? Aber zum Glück hat der Peter mich so lange aufgehalten, bevor Peter in die Box ist. Da war ich dann noch hinter mir, wir konnten reinschieben. Ja, nochmal danke. Ja, und mit den Eindrücken hier verabschieden wir uns auch aus Silverstone. Das nächste Rennen wird, wenn ich mich recht entsinne, in 2 Wochen in Navarra sein. Da wird es auch wieder gespannt. Bis dahin, auf Wiedersehen und viel Spaß. Ja, schönen Abend noch. Jo, tschau. Gleichfalls, ciao.